läuft. So. Hör auf, halt mal still. Der muss am Anfang sich einstellen. Ich muss still halten. Danke, jetzt ist er nämlich wieder raus. Du musst am Anfang tatsächlich still halten, damit es. Bist du bereit? Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Hallo, Freunde des gepflegten Lärms, zu einer weiteren Ausgabe von Allgäu Doom und einem neuen Special, einer neuen der Kolumne Reviews. Das ist ja erst die zweite nach Funeral Presence, die wir vor kurzem hatten. Und heute ist das Stichwort New Wave of Traditional Heavy Metal. Ich habe ja immer meine Probleme damit, oder beziehungsweise ich hätte schon gern mehr Reviews gemacht, aber dann, was auch kommen wird. Aber am Anfang habe ich mich ein bisschen ausgebremst, weil ich immer gedacht habe, vielleicht interessiert euch das gar nicht, was ich hier über eine einzelne Platte zu sagen habe. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich das ja schon die ganze Zeit mache, auch bei den Kultalben, mache ich ja nichts anderes, als dass ich über die Platten spreche, die ich da ausgesucht habe, und über die Bands. Und dass es ja sowieso ein Musiksender ist. Ne? Mir ist also aufgefallen, dass ich einen Musiksender habe, einen Metal-Sender, und in dem das ja völlig in Ordnung ist, wenn ich euch dann die jährlichen Perlen irgendwie, was meiner Meinung nach die jährlichen Perlen sind, vorstellt. In dem Jahr gab es eben noch nicht so viele, also das ist der eine Grund, warum es da noch nicht so viel gab, obwohl ich jetzt vor kurzem diese Rubrik angefangen habe. Wir sind schon bei April und ich habe Angst, dass ich das Jahr irgendwie gar nicht voll kriege und dass ich euch am Jahresende dann gar nicht meine 10 besten oder 20 besten Alben vorstellen kann. Da seht ihr mal, wie paranoid ich bin. Die besten Veröffentlichungen oder das Gros der Veröffentlichungen, das kommt ja noch. Und ich wollte die ganze Zeit eigentlich schon das machen, was ich heute bespreche. Eben, es geht um Traveler, wisst ihr ja aus dem Titel. Und ihr seht ja auch schon die Platte hier, worum es geht. Eben. New Wave of Traditional Heavy Metal. Das ist ja im Moment das große Ding der Stunde. Läuft aber schon ein bisschen länger. Eigentlich schon seit den 2000ern. Hat aber erst so in den letzten Jahren irgendwie so richtig Fahrt aufgenommen, bis es jetzt einfach so nicht mehr zu ignorieren ist. Zwischendrin gab es mal die New Wave of Old School Thrash Metal und dann die New Wave of Old School Death Metal Bewegung. Das ist aber auch wieder ein bisschen abgeklungen. Aber eben der traditionelle Heavy Metal, der steht im Moment sehr, sehr hoch im Kurs. Wisst ihr ja, mit allein die Furore, die es letzte Jahr gab mit Visigoth, mit dem Album, ne, war fast Album des Jahres geworden, ist überall in aller Munde gewesen. Also der Real Heavy Metal, der ruht im Moment gerade. Und mir ist es ja innerlich immer so ein Glanz. Ne? Mich freut es, weil ich eben auf den echten Heavy Metal stehe. True Metal ist immer so ein Begriff, den mag ich eigentlich überhaupt nicht leiden in dieser Sache. Und da, True Metal ist, bezieht sich doch immer erst eher auf das, was Manowar so gemacht haben oder den Begriff, den Manowar irgendwie auch gepflegt haben. Hat sich dann aber davon abgekoppelt und ist in jeder Szene, siehe Black-Metal-Szene, Death-Metal-Szene oder sonst irgendwo, oder eben in der traditionellen Heavy-Metal-Szene so ein Schlagwort geworden, wenn man irgendwie Trueness, ja, das heißt eigentlich nichts anderes, als dass man seine Traditionen und seine überlieferten Werte oder die gedachten überlieferten Werte zumindest hochhält. Also gab es ja früher mal so extreme Diskussionen, war auch eine Grundlage dafür, dass man den Metalheads vorgeworfen hat, irgendwie mit Scheuklappen durchs Leben zu gehen und nichts links und rechts davon von sich gelten zu lassen und eigentlich weniger open-minded zu sein, als die Metalheads eben sein wollen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen verflüchtigt, weil ja, es haben sich so Kreise gebildet, ne? Der Black Metal ist unter sich der Death Metal, man kommt sich da eigentlich nicht in die Quere und zwischendrin reicht man sich mal die Hände, macht mal Experimente mit sich, aber mittlerweile nach 50 Jahren Metal-Geschichte, Musikgeschichte, kann man eigentlich oder hat wahrscheinlich jeder Fan auch schon mitbekommen, dass bloß wenn mal ein neues Experiment gewagt wird oder irgendein Hype existiert, dass das nicht heißt, dass das eigene geliebte Genre plötzlich verdammt ist und dem Untergang geweiht. Das hat weder der Grunge geschafft, das hat auch die Black Metal Welle nicht geschafft, das hat der New Metal nicht geschafft. Und es wird immer Bands geben, die true sind in ihrem Bereich, und dann wird es immer die geben, die ein paar Experimente wagen. Und wenn das nicht honoriert wird, das wird der Lauf der Zeit zeigen. Was gut ist, das bleibt mit Sicherheit, das hat einen festen Platz bekommen in der Metal-Geschichte. Und was Kacke war oder ein Irrweg war oder in die Sackgasse führte, ja, da kräht sowieso kein Hahn mehr danach. Kiga! Ricky!
so ist es. Beim Heavy Metal ist es jetzt so, also True ist, wie ich schon sagte, immer so ein Ding. Ich bin da eher so der Oldschool-Typ. Ich sage immer statt True, Oldschool, die alte Schule. Das heißt nicht, dass man Kopf zu ist, sondern dass das, was man liebt und die Musik, die man liebt, einfach erhalten bleibt und dass man auch was dafür tut. Und wenn mich dann dafür jemand irgendwie angreift und sagt, ja, du bist immer open-minded sein und bist es gar nicht, ja, dann ist das eben seine Meinung. Ich und ihr wisst, dass es anders ist, bloß weil man eben sagt, ich möchte in dem Bereich den Metal, ich brauche ihn so und so und so. Ich meine, ich höre ja auch viel. Ich höre Black Metal, ich höre Death Metal, ich höre Epic Metal, eins meiner Lieblingsgenres, und da werde ich auch, bin ich auch gerade dabei, eine Show vorzubereiten. Und habe mir natürlich in den 90er Jahren auch Grunge angehört und was es da alles so gab, um zu sehen, dass es eben nicht mein Ding ist. Ne? Und also open-minded heißt ja zum Beispiel irgendwelche grundsätzlichen Sachen ablehnen, aber ich muss doch jetzt nicht irgendwas bejubeln, bloß weil es irgendwie in ist und weil das für andere Leute bedeutet, oh, ich bin besonders open-minded. Bin ich nicht, will ich auch nicht sein. Der Metal, da habe ich eine gewisse Vorstellung davon. Ich bin natürlich neugierig, was Entwicklungen betrifft. Aber ja, ich möchte da auch ziemlich engstirnig sein bei der Auswahl von dem, was mir gefällt. So, das dazu. Und jetzt ist es ja auch so, das ist ja auch das Schöne und das Negative bei solchen, sage ich jetzt mal, wenn wieder eine Welle nach oben schwappt, ist ja, dass es unglaublich, dass die Bands gerade im traditionellen Heavy-Metal-Bereich weltweit wie Pilze aus dem Boden schießen. Das war zu keiner Zeit, wir hatten vor ein paar Jahren ja die Okkultwelle, da war das auch nicht so. Es war immer nur ein kleiner Raum, oder es war aus Schweden, oder es war USA kam mal hoch, oder der Ostblock hat mal irgendwelche Waves gestartet und so weiter und da einen Fluss genommen. Aber so wie wir es gerade im traditionellen Metal-Bereich, da kommen die Bands aus Brasilien, aus Japan, aus Schweden, aus Kanada, USA, Deutschland, Italien, Griechenland, wo ihr wollt. Und so eine globale Bewegung, wie jetzt die New Wave of Traditional Heavy Metal ist, gab es in dieser Weise eben nicht. Und jetzt muss man natürlich sagen, es kommen jeden Tag ein, zwei Alben raus. Und da die Übersicht noch zu behalten, das ist natürlich besonders schwer, weil viele von den Bands, die können zwar mittlerweile alle spielen, es ist nicht so wie in den 80er Jahren, dass du Gitarre halten konntest und dann gesigned wurdest von der Plattenfirma, die ja sowieso damals alles vom Fleck weg irgendwie, weil sie gesehen haben, oh, Metal geht mittlerweile, dass sie alles vom Fleck weg irgendwie weggesigned haben. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Die jungen Leute, die jetzt gerade anfangen, Musik zu machen, die beherrschen ihr Instrument wahnsinnig schnell. Und trotzdem ist das nicht unbedingt eine Gütequalität. Na, heute kannst du dir ein Studio leisten und selbst die Produktionen, die du zu Hause machst, sind teilweise vom Klang her wesentlich besser als die Möglichkeiten, die man in den 80ern hatte. Und jetzt ist es ja auch so, dass es ziemlich viele Epigonen gibt. Da gibt es Bands, die wollen klingen wie Iron Maiden, wie Judas Priest, wie Motorhead, ja. Statt dass sie sich einfach nur inspirieren lassen, versuchen sie natürlich wirklich hier eine Kopie zu sein. Und das sind auf jeden Fall mal weit über 80%. Das heißt noch lange nicht, dass es schlecht ist, wie ich gesagt habe. Die beherrschen alle ihr Instrument, aber das Songwriting, das kann man jetzt nicht wirklich lernen. Man kann schon lernen, wie straffe ich die Songs, wie baue ich die an, Bridge, Chorus, wie mache ich die, wie setze ich die Harmonien und so weiter. Das stimmt schon, aber ein guter Song, den muss man schreiben können. Und das ist was Merkwürdiges. Das hat was mit Inspiration zu tun. Du kannst dein Instrument beherrschen, wie du willst. Und jetzt guckt euch dann mal manche amerikanische YouTuber an, ja, die so Musik-Channels haben. Die spielen auf der Gitarre alles nach. Yngwie Malmsteen und wie sie alle heißen. Die spielen wirklich Größen nach. Die können wirklich alles nachspielen, dass es schon fast unheimlich ist. Aber wenn sie dann einen Song schreiben sollen, dann stehen sie da und bringen es einfach nicht auf die Kette. Also, es hat auch wirklich was mit Inspiration zu tun. Das jetzt eine riesen Vorrede zu dem, was ich über den traditionellen Metal-Bereich irgendwie zu sagen habe. Es geht heute um Traveler. Und Traveler ist ja wirklich jetzt schon irgendwie, das wird ja wahnsinnig gehypt. Also wenn man von einem Hype ist für mich immer noch mal ein bisschen was anderes. Aber Traveler ist im traditionellen Metal-Bereich gerade so die Band der Stunde, wie es letztes Jahr vielleicht Visigoth war, auch wenn die beiden Bands so jetzt nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Visigoth war viel, viel epischer, als Traveler zu Gange geht. Und es ist eine kanadische Band und da kennt ihr natürlich verschiedene Leute auch schon. Der Matt Rice hat diese Band gegründet und wollte eigentlich ein Solo-Projekt machen. Matt Rice ist der Gitarrist von anderen Bands, Gatecrasher zum Beispiel, mehr eine Thrash-Metal-orientierte Band, oder der Epic-Metal-Band Rom. Rom, das ist auch eine, ja, kommt
vielleicht der Musik, die Traveller macht, irgendwie am nächsten. Und er wollte erst ein Soloprojekt machen und dann hat er ein Demo gemacht, hat ein Demo geschrieben, hat sich ein paar Musiker da eingeladen und hat plötzlich gemerkt, dass das Demo, das ist eingeschlagen wie eine Bombe im letzten Jahr. Das hat wahnsinnige Kreise gezogen. Und dann kam er auf die Idee, ja, da brauche ich jetzt Musiker, weil er eben nicht so gut Bass spielen konnte, wie er es vielleicht gebraucht hätte oder Schlagzeug. Und da gab es natürlich einige Musiker, denen das nicht entgangen ist, dass mit Traveller irgendwas Besonderes vor sich geht und haben sich dann eingefunden. Unter anderem könntet ihr auch den Sänger kennen, Jean-Pierre Abou, der an den Vocals ist. Hier ist die Band. Und der singt ja auch bei Gatekeeper. Und Gatekeeper ist ja im Moment auch so eine Band der Stunde im traditionellen Metal-Bereich. Die haben jetzt auch eine EP herausgebracht. Und er singt auch noch bei Sirings. Ja, daher kennt man ihn. Und ich habe mir beide Bands angehört. Und bei Traveller geht einfach was zusammen. Also jeder der Musiker spielt natürlich, wie es heute fast schon üblich ist, in einer anderen Band mit. Aber dann ist es irgendwie so, dann hörst du die Bands an. Die Bands von Matt Rice habe ich mir angehört. Die Bands von Jean-Pierre habe ich mir angehört. Und ja, ist alles in Ordnung. Aber hier bei Traveller, da stimmt die Magie. Das ist ja immer so dieses Faszinierende. Da können Bands irgendwie oder Musiker in Bands spielen. Und du hörst sie dann und dann denkst du, du hast eine ganz andere Stimme. Jetzt gerade beim Jean-Pierre, du hörst natürlich auch bei Gatekeeper, dass es Jean-Pierre ist. Aber hier bei Traveller hat er die Möglichkeit, seine Stimme so zu entfalten, wie sie eigentlich gehört. Und da, und das ist eben auch, das kannst du nicht planen. Ne? Verschiedene Musiker kommen zusammen und es wird nichts draus. Dann wechselst du einfach nur den Sänger oder wechselst die Besetzung und plötzlich passiert irgendwas, das schon fast magisch ist. Und diese Magie, ja, bei allen Bands, die es gibt, die alle ihr Instrument beherrschen, das ist das Überragende, was nochmal über die ganze Szene oder über die Hundertschaften von Bands, die ihre Sachen auch gut machen, herausragt, wo etwas Besonderes ist. Das Songwriting stimmt, da harmoniert plötzlich irgendwie alles zusammen. Und wen wir hier sehen, bleiben wir mal beim Cover, das ist zum Beispiel Starvin Marvin. Marvin wird wahrscheinlich das nächste Maskottchen einer großen Band werden, wenn sie dranbleiben. Und ich bin mir sicher, den werden wir auf allen anderen Alben auch sehen. Und Starvin Marvin, da gibt es natürlich auch eine Geschichte dahinter. Er gehört zu einer Generation oder zu einer Familie von Sternenfressern. Die durchsuchen das Universum nach Planeten, wo die Dinge schief laufen. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, natürlich kommt Starvin Marvin, wird Starvin Marvin auch auf die Erde aufmerksam, kommt zu uns, wischt alles hinfort, reinigt den Planeten, damit wir eine Chance haben, vielleicht nochmal von vorne anzufangen und die Dinge besser zu machen. Und ich wette mit euch, wenn wir in 6000 Jahren gucken würden, ob das geklappt hat. Nein, es hat nicht geklappt, weil wir Menschen einfach eine unfähige Spezies sind, überhaupt was auf die Reihe zu kriegen. Aber das ist auf jeden Fall die Idee dahinter, ist vielleicht so auf Anhieb ein bisschen platt, aber ich finde sie trotzdem irgendwie cool. Und das ist auch das erste Lied. Im ersten Lied Starbreaker kommt dieser Starvin Marvin irgendwie vor. Und die Band wollte sich erst auch Starbreaker nennen, aber es gibt noch eine zweite Band mit dem Namen Starbreaker. Und so ist es eben bei dem Maskottchen, beim Starvin Marvin geblieben als Maskottchen. Und das Lied Starbreaker ist der Opener auf diesem grandiosen Album. Die ersten drei Songs, Starbreaker, Street Machine und Behind the Iron, das sind natürlich für jeden traditionellen Heavy-Metal-Fan die absoluten Brecher. Dann wird es unterbrochen oder beziehungsweise die Seite A, die schließt mit Kona Meist. Das ist ein Instrumental, auch ungewöhnlich so, ein ganz kurzes Instrumental, an den Schluss zu setzen, bevor auf der Seite B für mich mit Up to You eigentlich das schwächste Lied auf dem Album kommt. Und die zweite für die B-Hälfte habe ich doch ein bisschen Anlauf gebraucht, aber ich habe das Album jetzt um die 20 Mal gehört und ich muss wirklich sagen, die ersten zwei, drei Malen fand ich in Ordnung, aber das wächst mit jedem Hören, bis es jetzt wirklich so ist, dass ich das absolut grandios finde. Der einzige Kritikpunkt an diesem Album wäre vielleicht irgendwie der Punch vom Gitarrensound. Das betrifft aber eher das Mixing und nimmt man nämlich den Bass als Basis von der Lautstärke oder von der Wucht, dann sind die Gitarren, fallen die ein bisschen ab und da müsste man vielleicht noch ein bisschen dran drehen. Die Gitarrenarbeit braucht noch ein bisschen mehr Punch. Inspiriert sind natürlich die Gitarren, die beiden Gitarrenspuren, wie diese miteinander harmonieren von Thin Lizzy, das ist gar nicht wegzuleugnen. Und witzigerweise gibt Matt Rice als Influenz
auch noch die Thrash-Metal-Band Violence an. Und da wundert man sich zuerst mal beim ersten Hören, aber wenn man Violence anhört, dieses wahnsinnige Riffgewitter, was Violence abzieht, dann sieht man eigentlich an der Gitarrenarbeit, das ist kein Thrash-Metal, aber woher Matt Rice seine Inspiration für diese hervorragende Gitarrenarbeit hat. Und auch die Twin Leads, das hört sich eben nicht an wie Thin Lizzy, sondern es ist eine Inspiration. Da wurde nichts abgekupfert, sondern da wurde ein ganz eigenes Ding gemacht, aber man hört halt irgendwie, dass es auch irgendwie in der Tradition von irgendetwas steht. Und dann kommen aber Fallen Heroes, Mindless Maze und Speed Queen. Speed Queen zeigt eigentlich, dass Traveler auch richtig Gas geben können. Das ist so ein richtiger Rauswerfer, wie man früher immer gesagt hat. Und am besten sind Traveler auch, wenn sie wirklich die Geschwindigkeit beibehalten, wenn sie ein bisschen langsamer, wenn sie alles ein bisschen drosseln wollen, wie zum Beispiel in der ersten Hälfte von Fallen Heroes, dann wirkt das Ganze irgendwie noch ein bisschen deplatziert. Dann fangen sie aber wieder an, in der Hälfte des Liedes die Sache hochzureißen, ein bisschen mehr Geschwindigkeit und Gas zu geben. Und dann folgt sogar einer der interessantesten und besten Instrumentalparts auf dem ganzen Album. Traveler wird im Moment wahnsinnig interessant befunden von den Fans, die flippen überall aus. Und wenn ihr die Band, wenn ihr die Möglichkeit habt oder die Karte habt, geht aufs Keep It True. Am 26. April, also am Ende von diesem Monat, spielt Traveler dort natürlich live. Nur ein halbes Jahr, nur eine halbe Stunde. Aber ich würde mir diese Band nicht entgehen lassen. Ich kann dieses Mal leider nicht da sein. Für mich ist das Keep It True das beste Festival der Welt im Übrigen, das muss ich ganz klar sagen. Kommen wir aber auch ein anderes Mal dazu, da werde ich euch auch noch was dazu erzählen. Aber das hier ist für mich jetzt schon einer der Anwärter, also ist auf jeden Fall nicht nur für mich einer der Anwärter auf die besten Alben des Jahres und im traditionellen Heavy-Metal-Bereich sowieso. Und hört euch das mal rein. Auf YouTube gibt es das ganze Album zum Anhören, auf Bandcamp glaube ich auch. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, wenn ihr auf den echten Heavy Metal steht. Und ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das Album sogar ein Ticken besser als das, was Visigoth letztes Jahr gemacht haben. Ist natürlich nicht zu vergleichen. Aber bei Visigoth weiß ich nicht. Weiß ich nicht genau, was es ist. Ich glaube, dass Traveler mehr noch mehr von dem bedient, was ich habe. Also Visigoth ist geil, aber nach 4 oder 5 Mal bin ich satt von Visigoth. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß noch nicht genau, woran es liegt. Und bei Traveler ist es ganz genau anders. Das wächst und wächst und wächst und die Kurve wächst. Das ist ein bisschen anders. Ja, obwohl ich eigentlich ein Epic-Metal-Fan bin, wie ich gesagt habe. Aber hier, bla bla bla, hört euch Traveler an. Hört euch Traveler an, wenn ihr auf echten Heavy-Metal steht. Bis dahin. Keep on rocking. Krumpern, nur krumpern und das Sackerl pumpern. Ich frisst die jetzt in Minai, in meinen Bauch ess ich die Kartoffel. Oh, du Kartoffel, schau, da bist schon gesprungen vor Glück. Schau, da bist schon gehüpft. Schau, dass du auf mein Teller kommst. Leg deinen Arsch auf mein Teller, du Sau. Du Kartoffelsau, schau, dass du die in meinen Maul reinbringst.